Hier ist Tommy von EKG & More mit einem weiteren Neuzugang in unserem Sortiment. Das hier ist der Elektrokabinenroller Urban Hopper Cabin Pro. Ja, den gibt es in der 25 km/h und 45 km/h Variante. 25 km/h, dadurch, dass er dreirädrig ist, wenn du vor dem 01.04.1965 geboren bist, brauchst du hier keinerlei Führerschein. Bist du dementsprechend danach geboren, brauchst du für die 25 km/h Variante eine Mofa-Prüfbescheinigung und für die 45 km/h Variante mindestens die Führerscheinklasse AM. Ich mache hier mal einen kleinen Rundgang. Das Fahrzeug ist sehr gut verarbeitet, toll ausgestattet. Ich gehe gleich auch, wie ihr das gewohnt seid, mich mit euch nochmal in den Innenraum. Ja. Also sehr schönes Fahrzeug. Wir haben das in unterschiedlichen Farben da. Hier jetzt die dunkelrote Variante, das ist so ein Weinrot-Metallic. Ja. Haben es aber auch in Hellblau, in Dunkelblau, in Weiß, also in unterschiedlichen Farben, auch auf Lager. Ja. Wirklich fantastisches Fahrzeug, bin von der Qualität, das kommt vom selben Hersteller wie der Urban Hopper Pro. Ja, bin sehr begeistert von der Qualität dieses Fahrzeugs. Ja, jetzt nehme ich euch mal mit rein. Auch hier wieder ganz wichtig, 1,96 Meter bin ich groß. Ich finde hier wunderbar meine Sitzposition. Ja, überhaupt kein Problem. Riesenraumangebot. Auch hier wieder immer schauen, wenn ihr nach so einem Elektrokabinenroller schaut. Schaut euch die Maße an. Dieser Urban Hopper Cabin Pro ist 10 bis 20 Zentimeter breiter als die meisten Produkte von den Mitbewerbern und wir haben auch circa 30 cm mehr Länge. Ne, das gibt natürlich ein riesiges Raumangebot dann im Vergleich zu den anderen Fahrzeugen am Markt. Und immer mal schauen, also Maße sind da ganz wichtig, weil man will ja auch nicht, jetzt mal auf Deutsch gesagt, wie eine Presswurst da drin sitzen. Ja. Hier habt ihr elektrische Fensterheber, hier unten wieder die Lautsprecherboxen. Wir werden demnächst auch mal hier natürlich die Musikanlage probieren. Ich werde mal mein Handy dementsprechend mit Bluetooth koppeln und mal schauen, was da rauskommt. Ich setze mich mal rein. So. Wir haben auch hier wieder bei dem Fahrzeug, gehen wir mal hier diesen Hebel. Also wir haben hier einen drehbaren Sitz, ne, mit dem man sich rausdrehen kann, wieder zurück. Das erleichtert das Einsteigen dementsprechend, gerade für ältere Leute. Wir haben ein sehr schönes Display hier. Ja. Hier links ist dann die Bedieneinheit für Licht, Blinker und so weiter und dementsprechend auch die Vorderradbremse. Ne. Zeige euch nachher auch nochmal die Bremsen, natürlich haben wir Scheibe. Hier sind die Bedieneinheiten für die Musikanlage, also für das Multimedia-System. Hier haben wir wieder einen USB-Port. Hier drüben ist dementsprechend Lüftung, warm und kalt. Mach mal an, mal gucken, was rauskommt. Auch wieder sehr ordentlich hier für einen Kabinenroller. Sehr gut. Nebelschlussleuchte, Scheibenwischer, Wischwaschanlage, ja, das sind hier die Bedieneinheiten. Ganz normal hier dann auch am Lenker die Hupe, ja, hier Blinker, wie gesagt, ja, blinkt dann, seht ihr auch hier im Display. Ganz tolles Fahrzeug, super, für zwei Personen zugelassen. Wie gesagt, 25 km/h Variante und 45 km/h Variante gibt es. Reichweite realistisch 50 bis 60 Kilometer. Ich steige jetzt nochmal aus. Zeige euch auch nochmal hier hinten die Rückbank für die zweite Person oder für die Einkäufe. Also da kriegt man auch richtig was unter. Wir haben hier auch wieder so ein Aufstellfenster. Und oben haben wir auch nochmal dementsprechend Aufstellfenster, ist im Sommer super. Wenn man dann noch die Seitenscheiben auf hat, hat man hier einen wunderbaren Durchzug. Hier vorne, gehen wir mal ins Vorderrad jetzt, haben wir hier Scheibe natürlich. Ne? Und wir haben hinten dementsprechend, da sieht man es ein bisschen schlechter, aber auch Scheibenbremsen verbaut. Ja, also ganz tolles Fahrzeug. Schöne Felgen auch. Gefällt mir sehr gut, dieses Fahrzeug.
Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video ein Like gibt. Kommentieren ist gut für den Algorithmus hier auf YouTube. Ganz toll wäre es, wenn ihr das Video teilt. Und natürlich wäre es auch super, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Solltet ihr Fragen zu diesem Fahrzeug oder einem anderen Fahrzeug aus unserem Sortiment haben, findet ihr meine Kontaktdaten. Hier unter dem Video in der Infobox ist meine Webseite und da sind alle Kontaktdaten drauf. Also ich freue mich auf euch. Ruft mich ruhig an. Keine Angst, ich beiße nicht. Bis dann. Ciao, Tommy.